Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. Hallo liebe KiCad-Freunde, jetzt geht's weiter mit den Netzklassen. Also hier, wie im vorangegangenen Video gezeigt, Netzklassen erstellen in diesem Fenster hier mit Plus. Dann entsprechend die benannten, belabelten Netzklassen direkt zuweisen hier mit der Auswahl entsprechend zuweisen. Die Netzsegmente, die ich hier nicht belabelt habe, dann mit dem sogenannten Netzklassenanweisungsbezeichner bezeichnen. Und wenn das alles fertig ist, mache ich dann hier eine Annotation. Ich kann hier entsprechend annotieren. Dann hier die elektrischen Regeln überprüfen, meine Footprint-Zuordnung durchführen und dann gehe ich in die Leiterplatte hinein, also mit dem Button oder mit F8 in die Leiterplatte. Und wie kriege ich jetzt meine Netzklassen hier in die Leiterplatte? Das ist hier wieder über die Einstellungen in der Platinenkonfiguration. Hier gehe ich auf meine Netzklassen, hier in den Designregeln finde ich die wieder und da sehen wir hier unser Default und unser Signal. Und jetzt kann ich hier meine Leiterbahnenbreite anpassen und dann eben sagen, was weiß ich, meine Signalleiterbahn oder meine Netzklasse Signal soll eben eine andere Leiterbahngröße oder eine andere Via-Größe oder haben. Ich zeige es nochmal, dass es auch klappt. Ich mache mal hier auf OK, gehe nochmal hier zurück in den Schaltplan-Editor. Ich lege jetzt einfach spaßenshalber mal hier noch eine Netzklasse an, die nenne ich einfach mal Power. Ich weise jetzt hier mal noch nichts zu, das brauche ich auch in dem Fall gar nicht. Es reicht schon, wenn ich hier Power übernehme, sage, gehe jetzt hier wieder zurück in meinen PCB-Editor. Ja, hier hängt er ein bisschen, wir speichern mal, machen wir den nochmal auf. So, wenn ich jetzt hier also nochmal reingehe in meinen PCB-Editor und gehe jetzt hier wieder auf meine Netzklassen, dann sehen wir, hat er auch hier Power schon übernommen und jede Netzklasse, die jetzt auf Power zugewiesen wäre im Schaltplan, könnte ich dann mit den Einstellungen Leiterbahnbreite etc. hier wieder entsprechend konfigurieren und so würde die dann gezeichnet werden. Ich hoffe, das hat jetzt soweit jeder verstanden. Waren doch einige Fragen in der letzten Zeit dazu, die hier Probleme hatten. Tschüss und schönen Abend, bleibt gesund.